Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 mit unserem Cheftrainer Uwe Rösler, der Hallo. Eure Fragen erwartet. Hallo. Ja, Uwe, darf ich anfangen und von meiner Wut berichten? Wer hat Wut ist kein guter Ratgeber. Nee, hast du recht. Bei uns ist es sonntagsabends immer ziemlich knapp. Wir müssen also mit Schluss im Grunde genommen fertig sein, die Geschichten fertig haben. In der 80. Minute war meine Geschichte fertig. Und in der Nachspielzeit war ich so wütend und wollte irgendwas in meinem Büro an die Wand schmeißen, weil ich jetzt alles wieder neu schreiben musste. Wie ist es dir in diesem Moment ergangen? Denkt man dann, was, schon wieder sind die Punkte futsch? Oder weiß ich nicht. Denkt man, man ist im falschen Film? Oder wie hast du das erlebt da in dieser fast letzten Minute in Köln? Ärgerlich, sehr ärgerlich. Konnte es irgendwo nicht glauben. Sprachlos. Hat sich dann aber relativ schnell gegeben, weil wir dann in der Kabine ja eine gewisse Zeit miteinander verbracht haben. Und dann wurde viel geredet, ja. Wurde viel geredet von den Spielern? Ja. Von allen Beteiligten. Es kann ja mal passieren, so eine Sache. Aber wenn es so häufig passiert, dass man den Eindruck eigentlich hat, ihr macht ein sehr gutes Spiel und habt am Schluss einen Punkt nur in der Hand. Worauf lässt es dann schließen? Also wenn ich eure Laufwerte wieder sehe, die sind ja absolut top, die waren auch gegen Paderborn top, trotzdem war es dann halt auch nur ein Punkt. Wie ist so deine Ursachenforschung? Was dann da fehlt? Ja, was dann fehlt, also das ist ja nicht komplett was total Neues, was jetzt angefangen hat die letzten 3 Monate. So. Die Mannschaft hat in der Hinserie, glaube ich, 6-mal geführt und die Spiele nicht entweder verloren oder unentschieden gespielt. So, dieser Faden zieht sich ja durch die ganze Saison schon durch. Ja, und das ist natürlich ein Prozess jetzt, den wir so schnell wie möglich versuchen, das zu ändern. Aber das ist nun mal auch dieser Balance zu finden zwischen Attack und die Fans. Letzte Woche habt ihr mich gefragt, Uwe, wie kriegst du es hin, jetzt so schnell wie möglich Tore zu schießen? So, jetzt haben wir Tore geschossen, jetzt haben wir aber auch in den letzten 5 Minuten wieder 2 reingekriegt. So, das heißt, wir müssen an allen Enden arbeiten, aber dafür sind wir auch dort, wo wir jetzt sind. Wenn wir stabiler wären, wenn wir gefestigter wären, da würden wir nicht dort stehen, wo wir sind, weil wir spielen nicht wie eine Mannschaft, die auf dem drittletzten Platz liegt, über die großen Perioden im Spiel. So, das heißt, weiter abschütteln, Frust vergessen und jetzt auf Schalke konzentrieren. Wir haben jetzt schon häufiger über die Bedeutung des Kopfes im Fußball gesprochen, gerade jetzt in den letzten Wochen mit Corona und Geisterspielen. Siehst du die Gefahr, dass sich dieses Ding, weil es eben in der Hinrunde auch schon so oft passiert ist, in den Köpfen festsetzt, dass die Spieler schon fast ein bisschen Angst kriegen, wenn sie führen, dass das wieder verloren gehen könnte? Ja, verloren haben wir ja nicht. Hallo? Ja, richtig, verloren habt ihr nicht, aber die Punkte sind trotzdem verloren, 2 zumindest. Ja, 2 haben wir verloren, ja gut. Aber wir haben das Spiel nicht verloren. So, von daher, es hat sich aber angefühlt wie eine Niederlage, muss ich ehrlich sagen. Von daher, ich glaube, wo der erste Gegentreffer reingekommen ist in 88 Minuten, hat die Mannschaft irgendwo auch ein bisschen Nerven gezeigt, muss man sagen. Ne? Und was mich eigentlich auch ein bisschen, weil wir dann eigentlich die letzten 10 Minuten, wir hatten sehr viel erfahrene Spieler auf dem Platz. Wir sind dann, weil die haben ja eine Dreierkette gespielt, wir haben dann auch eine Dreierkette gehabt, was absolut Sinn macht, egal was andere Leute sagen. Im Hinspiel, wo 2-0 gewonnen wurde, wurde genau die gleiche Taktik angewendet. Die Mannschaft hat dann 5-4-1 verteidigt und hat 2-0 gewonnen. Wir haben generell nicht die größte Mannschaft. Die hatten 8 Kopfballspieler auf dem Platz die letzten 10 Minuten und da musst du als Trainer einfach reagieren. Und das haben wir folgerichtig gemacht, indem wir den dritten Abwehrspieler gebracht haben, plus natürlich auch noch Oliver Fink, der auch noch ein sehr guter Kopfballspieler ist, dass wir dann,
das Taktische, das 5-3-2 nicht so umgesetzt haben, wie wir das können und wie wir es eigentlich sollten, wie wir eigentlich dann auch die Dreierkette von denen unter Druck setzen, dass die nicht pausenlos die Bälle an unseren Strafraum einschlagen können. Das war dann schon irgendwo verwunderlich, aber das ist nun mal so, wir haben das auch ausdiskutiert und das wird nicht wieder vorkommen. War die Mannschaft denn ziemlich einsichtig in der Kabine? Du hast eben gesagt, es wurde viel besprochen. Wurde dann auch direkt mal eine richtige Fehleranalyse gemacht oder war es dann eher so eine Art Aufbau und ein Gespräch oder eine Diskussion zwischen den Mannschaften? Nee, es ging darum, wir haben ja jetzt diese Phase, wo wir benutzen ja den Kader und das macht mir jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, das macht mir Freude, weil ich jetzt auch den Spielern auch Chancen geben kann, sich zu beweisen. Ne? Gestern Köln, die haben ja in den letzten 10 Minuten Chaos bewirkt. Chaos bewirkt, das heißt mit ihren Einwechslungen, da war ja nichts mehr von der Struktur zu sehen. Das war ja wie ein Championship-Spiel in England. Die haben 8 Kopfballspieler, haben lange Bälle gespielt und wollten im Prinzip Chaos erzeugen. Und wir haben unsere Grundordnung verloren, wir haben unsere Organisation verloren und wir haben dann auch uns von diesem Chaos anstecken lassen. Ja, und das war natürlich auch ein Punkt, den wir dann auch als Gemeinschaft ganz klar angesprochen haben. Ja, und die Spieler, die haben die Chance gehabt zu reden, auch gegenseitig, sich auch mal die Wahrheit zu sagen. Wir haben alle die Gelegenheit gehabt, intern das zu diskutieren. Und das war wichtig für mich, dass wir das gestern nach dem Spiel gemacht haben, weil heute war absoluter Fokus auf Schalke schon wieder. So, von daher, das ist jetzt abgehakt, Schlüsse draus ziehen und beim nächsten Mal versuchen, besser zu machen. Ist so der entscheidende Schluss, da, wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, sein Ding, seine Taktik durchzuziehen und so einen Rückschlag, der passieren kann, wie so ein 1-2 von den Kölnern, einfach zu sagen, ist jetzt egal, wir haben jetzt keine Angst, wir marschieren weiter. Genau so ist es. Und wir sind generell, und das ist jetzt, generell muss ich sagen, dass wenn wir Spiele anfangen, weil wir haben ja eine Vorbereitung gemacht auf dem Platz, eine Vorbereitung mit Video, eine Vorbereitung, wie wir spielen wollen, mit höheren Anlaufen, höher stehen, mutig attackieren. Und in jedem Spiel, bis auf das Saarbrücken-Spiel, haben wir das umgesetzt. Ja? Wenn man müde wird, wenn die Beine schwerer werden, wenn man dann noch was zu verteidigen hat, wie wir gestern, kommen manchmal alte Muster wieder rein, dass wir uns versuchen, tiefer zu stehen, abwarten zu spielen. Und gerade gegen Köln, gegen die langen Bälle, wo immer was passieren kann, war das natürlich nicht das richtige Stilmittel. Wir hätten höher stehen müssen, höher pressen müssen und dann noch die Abwehrlinie weiter nach vorne schieben müssen. Ja, und das ist das, was wir aus diesem Spiel auch lernen. Ist es jetzt ein Problem, dass man 5 Spieler einbringen kann, dass man einerseits die Grundordnung verliert und der Gegner nochmal 5 offensive neue Leute bringen kann, oder spielt das keine Rolle? Einerseits bin ich froh, dass wir 5 Spieler, die Chance haben, 5 Spieler zu bringen, weil dadurch auch, du kannst Energie zuführen, du kannst den Kader benutzen und du kannst Spielern eine Chance geben und du kannst auch Verletzungen vorbeugen, gerade jetzt auch in so einer englischen Woche, was ist gut. Was natürlich nicht gut ist, und das hat sich gestern, unser Flow of our game war definitiv nicht förderlich, die Auswechslung gestern, das ist jetzt keine Kritik an die Spieler, das ist generell die Frage, die du gestellt hast. Gestern, unser Flow ist dadurch gestört worden und wir wurden unorganisierter und speziell im Anlaufen, um den Druck auch von unserem Strafraum wegzuhalten, die letzten 5-6 Minuten, haben wir nicht das gemacht, was wir eigentlich machen sollten. Wie läuft jetzt die Vorbereitung auf Schalke? Ich meine, Schalke ist auch nicht gerade gut drauf im Moment. Im Gegenteil, 9 Spiele, kein Sieg. Wie gefährlich ist die Mannschaft dann jetzt für dich im Moment? Also für uns ist klar, es ist ein Must-Win-Game. Das habe ich schon gestern in der Kabine gesagt. Die Mannschaft ist absolut
damit einverstanden, weiß genau, das Spiel müssen wir gewinnen, Punktum. Ja, egal wie. Gefährlich oder nicht gefährlich, dahingestellt. Wir haben ein Heimspiel. Schalke hat die letzten Spiele auch ihre Herausforderungen, so wie wir es auch haben. Und wir müssen das Spiel gewinnen. Wie siehst du insgesamt, Uwe, den Kampf da unten? Jetzt kommen die Bremer vielleicht ein bisschen ins Rollen mit so einem Auswärtssieg. Na gut, also wir hätten ja normal eigentlich schon aus dem Abschiedskampf raus sein müssen. So, wir sind aber immer noch drin, mittendrin. Und wenn du die nächsten Ansetzungen siehst, die werden nicht einfacher und nicht leichter. So, das heißt, die Bedeutsamkeit des Schalke-Spiels ist umso höher. Wir müssen aber unseren Kopf benutzen in dem Spiel. Das Spiel, das brauchen wir nicht unbedingt in den ersten 20 Minuten zu gewinnen. Wir müssen nach 90 oder 95 oder 94 Minuten müssen wir als Sieger vom Platz gehen. Egal wie. Und darauf bereiten wir uns vor. Du hattest gesagt, dass du eventuell ein bisschen rotieren wirst. Du hast ja jetzt 4 neue Spiele gehabt. Wie wird es jetzt gegen Schalke aussehen? Ja, also nochmal zu sagen, Sanka hat das sehr gut gemacht gegen Córdoba. Fast über 90 Minuten. Die Spieler, die wir reingebracht haben, Adam Bocic, sein erstes Spiel nach seiner Verletzung von Anfang an, sehr gut. Genauso wie Marcello das gemacht hat gegen Paderborn. Wir hatten sehr gute Performances auch da gehabt und es war auch für mich gut zu sehen, dass wir im 4-3-3 so effektiv auch spielen können. Das ist für mich auch nochmal eine andere Option jetzt, nochmal eine Option zu unserem normalen System. So von daher, es wird wieder Veränderungen geben. Wir hatten ja Leistungsträger draußen wie Sutti, wie Kahn, wie Berisha. So, wir werden auf jeden Fall wieder Energie zuführen, dass wir wieder so den Fußball spielen können, wie wir es gestern 88 Minuten gespielt haben. Energie zuführen ist ein gutes Stichwort, Uwe. Steven Skripski war so ein Energiefaktor gestern. Ich fand, dass er nach so ein paar kleinen Eingewöhnungsproblemen ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ist er für dich auch wieder so eine Option geworden oder hat gezeigt, dass er die Mannschaft voranbringen kann? Bernd, hast du genau richtig gesehen. Ich fand es auch. Also der Steven hat sich richtig reingekämpft in die Partie. Und je länger das Spiel ging, hat er eigentlich seine guten Trainingseindrücke, die er jetzt die letzten Wochen gezeigt hat, eigentlich dann auch so bestätigt, dass er definitiv für uns jetzt auch eine Option ist. Er hat sich gut bewegt, er hat das zweite Tor vorbereitet. Man hat richtig gemerkt, Minute zu Minute wurde er sicherer in seinem Spiel und ich habe mich gefreut für ihn und er hat die Chance auf jeden Fall genutzt. Er ist ja einer von gleich mehreren Ex-Schalkern, die du im Kader hast. Marcel Sobotka, Kahn Eihan, wahrscheinlich habe ich sogar noch einen vergessen. Alfredo, der gestern auch sehr gut gespielt hat. Okay, nee? Aber der ist kein Ex-Schalker, oder? Oh, Entschuldigung, das war mein Fehler. Entschuldigung. Ich glaube, es war ein anderer Morales, den die wir hatten. Okay, ja, sorry. Ist das nicht ein Kriterium, so, dass Leute gegen Ex-Clubs besonders motiviert sind und dass man vielleicht einen kleinen Vorteil haben, zumindest bei so einer 50-50-Entscheidung? Du Bernd, du willst mich doch nicht rauslocken jetzt, oder? Mit der Aufstellung. Würde ich nie versuchen. Nee, aber ich bin eigentlich einer, der genauso denkt, dass du eigentlich, wenn du gegen Ex-Verein spielst, dass es irgendwo eine extra Herausforderung ist, eine extra Motivation ist, dass du da auch viele Spieler, nicht immer, ist nicht generell, aber viele Spieler performen dann eigentlich an ihrem Maximum. Und hallo? Jemand von euch hat wieder den Ton an und es halt sehr stark nach. Jemand hat den Ton an von euch, es halt. Jetzt ist wieder gut. Ja, besser? Frank, bist du das? Kannst du den Ton bitte ausmachen? Ja. Vielen Dank. Okay, jetzt ist besser. Ja, so nochmal zu dir zu kommen, Bernd. Ich glaube schon, dass das immer motivierend wirken kann, gegen den vorhergehenden Arbeitgeber auch zu spielen, weil man dann immer irgendwo eine extra Motivation spürt.
hatten gestern nach seiner Einwechslung erneut Spur. Wir verstehen ja leider nichts. Jörg, wir verstehen dich ganz schlecht. Ich hatte eben nur mit den Kollegen gesprochen. Jetzt ist alles gut. Jetzt besser. Ja, noch der Kollege Adams noch viele Spiele bei dem machen. Ich fand ihn nach seiner Einwechslung gestern ziemlich neben der Spur, wie auch zuletzt gegen Gladbach ihn auch gebracht hat. Für mich neben. Also das jetzt auf einen, auf dem Kasim oder irgendwo auf eine Person jetzt die letzten 6 Minuten, das mache ich nicht, das würde ich nie machen. Ich fand ihn jetzt nur nicht so neben der Spur, wie du ihn gesehen hast. Generell war wichtig, dass wir den dritten Innenverteidiger gebracht haben gegen 3 Mittelstürmer mit 1,90 Körpergröße. Nur es hat dann irgendwo gesamttechnisch, gesamttaktisch, als Mannschaft hat es dann nicht geklappt, dass wir unsere Grundordnung gehalten haben und genau die Abläufe gemacht haben, wie wir es eigentlich machen in dem System und die Leute durch mehr offensives Pressing von vorne weghalten. Und das war eigentlich so ein bisschen der Grund und ich würde das nicht auf eine Person beziehen. Wo wir gerade mit Ex-Spielern gesprochen haben, ein Ex-Düsseldorfer, Benito Raman, kommt mit Schalke vorbei. Machst du für ihn irgendeine Spezialtaktik, wie du es ja bei Cordoba so ein bisschen gemacht hast mit Zanka? Oder ist das ein Spieler wie jeder andere in dem Spiel? Also ist schon ein spezieller Spieler. Also es ist ja, er kommt zu seinem, wie du das vorher schon gesagt hast, er kommt zu seinem vorhergehenden Verein, also Der Junge, der will bestimmt abgehen wie Schmitz Katze. Und der Junge, der kann das ja. Der hat unheimlich gute Schnelligkeit und Drang und Zug zum Tor. Und von daher, das ist ein klasse Stürmer. Der hat hier eine super Zeit gehabt. Und wir werden uns für Schalke gründlich vorbereiten, so wie wir das immer machen. Und wir werden unser Spiel spielen. Hoffentlich diesmal über die volle Distanz, dass es für einen Sieg reicht, weil sich jetzt auf einen Spieler bei Schalke nur zu konzentrieren, ich glaube, das tut uns, glaube ich, nicht gut. Wir müssen uns generell auf uns konzentrieren, wie wir im Prinzip angreifen, wie wir pressen, mit welchem System wir spielen und wie unsere Restverteidigung ist, wenn wir den Ball haben. Ich glaube schon, dass wir den Ball mehr haben werden als in Köln. Und dann ist es wichtig halt, wenn wir den Ball verlieren, wie unsere Restverteidigung steht, um dann solche Leute wie Raman oder Mutondo, den ich ja ganz gut kenne von City, dann ihre Schnelligkeit auch zu nehmen. Gibt es noch Fragen? Ich hätte noch eine Sache so ein bisschen off-topic, aber die Borussia aus Mönchengladbach hat heute ihr Sommertrainingslager abgesagt. Jetzt keine allzu große Überraschung in der Lage. Habt ihr euch darüber auch schon Gedanken gemacht? Man weiß ja noch gar nicht, wie es mit der neuen Saison läuft. Also wurde da schon drüber gesprochen? Ja, ich habe mit Sascha schon über unser Trainingslager gesprochen, ja. Und was ist dabei rausgekommen? Ja, dass ich habe in Sascha so meine Ideen und meine Wünsche so mitgeteilt und natürlich immer mit der Maßgabe Auflagen, Corona, weiß ja keiner, wie das jetzt in einem Monat, in 2 Monaten oder 3 Monaten aussieht. Von daher, aber es ist geplant, ein Trainingslager. Natürlich in dieser Corona-Zeit will man nicht unbedingt mit dem Flugzeug wegreisen, weil das macht auch keinen Sinn. Also wenn wir ein Trainingslager durchführen können, vom Vereinsseite auch, wenn das auch bewilligt wird, wird das ein Trainingslager sein, das in der Nähe stattfinden wird. Wie werden die beiden Tage aussehen? Dürfen die Jungs zu Hause schlafen oder werdet ihr im Hotel übernachten, weil es ja auch ein spätes Spiel am Mittwoch erst 8:30 ist? Ja, also morgen ist Dienstag, ja. Wir werden morgen normal trainieren und dann werden wir am Mittwoch früh uns treffen im Stadion zum Training und dann werden wir ins Tageshotel gehen.
Ich glaube, die Luise hatte noch eine Frage. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Hallo. Hallo. Herr Rüssler, Sie und David Wagner haben ja eine gemeinsame Zeit in der Premier League. Kennen Sie sich da irgendwie persönlich? Haben Sie immer noch Kontakte aus irgendwelchen Gründen miteinander? Ja, klar kenne ich David. Er hat mir geholfen. Ich habe einen Spieler von Ihnen nach Fleetwood holen können, ausgehen, den wir dann noch übernommen haben, Kyle Dempsey. War ich in David sehr, sehr dankbar. Wir hatten sehr gut, ich glaube aus meiner Sicht, ich glaube er kann das auch bestätigen, ein sehr gutes Verhältnis. Er hat unheimlich viel für Huddersfield Town getan, hat auch für das Ansehen der deutschen Trainer in England unheimlich viel getan, wie er mit Huddersfield sie von Klassenerhalt gerettet hat, dann aufgestiegen ist und dann die Liga gehalten hat. Es ist sensationell, diese Leistung kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ich habe den größten Respekt vor seiner Leistung. Ja, und ich freue mich, ihn wiederzusehen. Ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Und ja, ich freue mich, mich zu duellieren mit ihm, mit unseren beiden Mannschaften. Und ja, ich freue mich, ihn zu sehen. Wie sind die Ergebnisse untereinander mal gewesen? Habt ihr gegeneinander mal gespielt? Nein. Fleetwood Town war leider nicht in der Premier League. Wenn alle Fragen beantwortet sind, ansonsten bitte ich nochmal um ein Zeichen. Dann danke ich euch ganz herzlich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Alles klar, schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.